Zum Wohl. Zum Wohl. Erzähl doch mal, was hast du gestern gemacht? Ich war... Blödsinn! Ich weiß alles! Aber Silke... Nein, Silke, kannst du dir in die Haare schmieren, Henrik? Du hast mich betrogen! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag mir nur eins. Liebst du mich noch? Geschleicht, Text vergessen. Cut. Das ist überhaupt kein Problem, ja? Du bist sowieso hengsthaft, das hat Ständerqualitäten, ja? Ihr seid beide super. Ich glaube, ihr habt da was zwischen die Zähne. Ah, das ist ja ein Ding, du. Das regeln wir in der Post. Wo ist mein Kaffee? Das kann's ja wohl nicht sein, oder? Ich habe vor 10 Minuten drum gebeten, ne? Wo bleibt der Kaffee für die Regie? Tommy, für Stefan, wo bleibt der Kaffee für die Regie? Hey, was ist los mit dem? Geldprobleme. Hast du noch nicht gehört? Den Kurtel haben sie rausgeworfen letzte Woche. Echt? Ja. Was hat er gemacht? Zu wenig. Brett? Ja, komm schon. Mach ich schon. Unterwegs. Hä? Danke für die Vorarbeit. Arsch. So viel besser, ja, ist gut. So, einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Bitte Dreh fertig machen. Und keine bösen Überraschungen, verstehst? Bin eh gleich bei euch. Heuberger out. Du, ganz wichtig. Der Produzent macht heute noch eine Set-Visite. Wenn er kommt, bringt ihn gleich ans Motiv. Er fährt einen silbernen Mercedes. Ist also nicht wirklich zu übersehen. Alles klar, wird gemacht. Und wenn dir dein Job wichtig ist, sei freundlich zu ihm. Er ist ohnehin schon schlecht gelaunt. Sag das auch dem Tommy. Ruhe bitte, wir drehen. Bitte Ruhe, wir drehen. Ton läuft. Hä, was hat er gesagt? Psst, psst, psst. Und bitte? Was sollst du mir sagen? Dir in die Haare schmieren, dass du weniger du Kaffee trinken und mehr arbeiten sollst. Das hat er fix nicht gesagt. Fix? Ja, fix nicht. Fix. Hey, Alter. Was sollst du mir sagen? Sag mir du sollst... Push! Push! Nehmt euch ein Auto und geht's die Straße absperren. Jawohl. Ich habe dich immer geliebt. Seit dem Tag, in dem wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Weißt du noch? Dein Silke, kannst du dir in die Haare schmieren, Henrik? Du hast mich betrogen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag mir nur eins. Liebst du mich noch? Katte, ich reiß dir einen Arsch auf, Boomer Operator. Ja, was ist? Mein Hund ist krank, er hat mich gerade angerufen. Ah, krank ist er. Ja, die Schafplatte, das wird noch länger dauern, hat er gesagt. Ach so, der fällt jetzt die ganze Woche aus. Ja, das ganze Monat wahrscheinlich, hat er gesagt. Was, den ganzen Monat, ja, der Krankenstand? Genau, na, okay. Monat, ja. Bitte Ruhe, wir drehen! Bitte Ruhe, wir drehen! Alter, es ist kaum ein Stau und das Set ist einen halben Kilometer entfernt. Das ist dramaturgisch eine ganz wichtige Szene. Du hast das Drehbuch gelesen? Natürlich. Danke, wir wechseln das Objektiv. Danke! Das ist der erste Film, gell? Gut, dann sagst ihm, natürlich, wir akzeptieren das, ja, okay, aber gut, er braucht wirklich nicht mehr wiederkommen. Also. Nein,
Es ist nicht nötig. Der braucht nicht wiederkommen. Aber er hat gesagt, er kommt wirklich. Nein, es ist mir scheißegal. Du, pass mal auf. Wenn der Trottel wirklich glaubt, dass er jetzt in Krankenstand... Weißt du eigentlich, was das kostet? Ich brauch keinen Assi. Alter, du bist der Assi. Na, asozial bist. Gratuliere. Ein sehr gutes Wortspiel. Glaubst du, ich brauch die? Ich brauch die genauso wie der Batman in Robin braucht. Und noch ein besserer Vergleich. Stimmt. Eigentlich bist ja du der Batman. Du hast ja schon den geschissenen Gürtel. Erstens ist das ein Toolbag. Und zweitens bin ich eben vorbereitet. Bitte Ruhe, wir drehen. Trau dich. Warten wir noch wen? Na, wir dürfen überhaupt niemanden durchlassen. Da, den holst noch ein. Ich warte da. Weißt du ja nicht, was wir täglich für Ausgaben haben? Was ich für Fixkosten habe? Ich meine, wer haftet denn für den ganzen Scheiß, ja? Und der liegt zu Hause in der Badewanne und dort Fernsehen schauen, ja? Bitte, was? Du, pass mal auf, wenn du Stepper zurückkriegst. Was ist los mit dem Harvey? Hey, bleib stehen! Ich brauch solche Leute nicht! Ich brauch zuverlässige Leute! Ich weiß, dass es eine Vorzahlungspflicht gibt, ich weiß das, aber wir haben doch den... Hey! Wir haben doch den... Was hast du für einen Vertrag gemacht? Ihr habt doch gesagt, du sollst das rauslassen, diese scheiß Lohnfortzahlung! Dein Silke, kannst du dir in die Haare schmieren, Henrik? Du hast mich betrogen! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag mir nur eins. Liebst du mich noch? Silke, ich habe dich immer geliebt. Kat. Bitte! Leute sich einbilden, dass sie auch verkrampft werden können, wenn wir mitten in der Stellung eines Films sind, eines so teuren Films, ja, dann kannst du sagen, wir brauchen ihn einfach nicht mehr. Ich verzichte auf solche Mitarbeiter. Du hast den Arm, sagst einfach Baba und Tschüssikowski. Okay? Heilberger auf. Hey, sie können doch nicht einfach so durchfahren. Hallo? Hey, du kannst nicht durch, da wird dreht. Du musst es ruhig sein. Wollen Sie einen Kaffee, Herr Heuberger? Du taugst mir. Wir brechen mehr so Leute wie die und weniger so Arschgerächer. Verstehst? Mit einem Kollegen, da werden wir uns leider verabschieden müssen. Budgetkürzungen, verstehst? Heuberger, out! Alles klar. Wir haben vollkommen richtig erkannt. Hier geht's zum Motiv. Wir sind sogar schneller als erwartet. Wir hätten das nicht gedacht. Danke für die Vorarbeit. Dein Silke, kannst du dir in die Haare schmieren, Henrik? Du hast mich betrogen! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag mir nur eins. Liebst du mich noch? Silke,
Ich habe dich immer geliebt. Seit dem Tag, an dem wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Weißt du noch, der Bäcker, bei dem du immer einkaufen warst? Ich habe eine Woche gebraucht, bis ich mich getraut habe, dich anzusprechen. Gut. Ich bin nämlich schwanger. Wir haben den Schaß eigentlich geschrieben. Bar und Tschüssikowski.